So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Rams ist der Dicke und guckt euch den an. Der Hannes, aka Jean Reno, ist ja wie gesagt da. Und der hat jetzt hier seinen Sack ausgepackt und was da alles drin war, möchte ich euch mal zeigen. Der hat mich schon wieder reich beschenkt. Eine Bescherung wie Weihnachten, ne? Weihnachten, Weihnachten, wie auch immer. Pupsi zieht mich immer auf, weil ich das komisch ausspreche, sagt sie. Was haben wir denn hier? Der kam nämlich an. Guckt mal, Wodka! Nein, darum geht's jetzt nicht, aber er hat mir hier was mitgebracht. Und zwar Schuhcreme. Ach nee, nicht Sour Cream. Schuhcreme, sondern Sour Sherry oder Sour. Wie spricht. Adi? Nein, Adi, nicht. Nicht den Corona-Test klauen und die komische Flüssigkeit. Dann haben wir hier Rockstar Green Apple. Dann hat er mir einen kleinen Pfeffi mitgebracht. Wie, als wenn ihr einen Nikolausstiefel anzieht. Dann war mal im Rewe. Da hat er gesagt, komm, chill mal hier. Gönn dir eine Cola. Hat er sich ein paar Red Bull mitgenommen. Siro, ich sag's euch. Daher ist nämlich auch der Wodka. Dann habe ich gesagt, komm, du hast mich so reich beschenkt. Hier gibt's so eine Totenkopfflasche, die ist richtig heftig. Da war mal Ficken drin. Adi? Da war mal Ficken drin. Habe ich leer getrunken, habe ich Blue Curaçao reingefüllt. Das kriegt der Hannes von mir, die kann er da mitnehmen. Dann hat er hier noch im Prinzip einen Corona-Test mitgebracht mit komischer Flüssigkeit, die ihr dann, wenn ihr euch das in den Po gesteckt habt, dann da reinfüllt und dann könnt ihr gucken und dann irgendwann werdet ihr krepieren. Keine Ahnung, wie das ist. Dann hat er hier, was haben wir noch? Weil ich total bekloppt bin wie der Marktschreier, packen wir noch oben drauf einmal Miniaturenauswahl von Watt, Friesenwatt, Schokomintlikör. Kokocreme, Feige, Friesenquidde, Insel, Sanddorn, Adi, nochmal Feige, ostfriesische Minze, Teelikör, altfriesische Pflaume, der Adi ist auch so eine Pflaume. Dann hat er hier einen Beutel mitgebracht von Nah und Gut. Da war der Adi schon wieder dran, aber was ist hier drin? Das sollen wir auch mal auspacken, wollte ich mal zeigen, was er hier reingepackt hat. Wir haben nämlich hier einmal, wir haben von Doritos, die Sweet Chili Pepper, ja? Habt ihr die schon mal gegessen? Schreibt's mal rein. Was haben wir noch? Wir haben noch mal eine zweite Packung. Sweet Chili Pepper von Doritos. Und wenn das immer noch nicht reicht, kommt's jetzt. Das müssen wir nämlich noch testen irgendwann. Nee, das ist viel zu speziell. Wir müssen euch jetzt die anderen Sorten zeigen. Wir haben hier einmal Four Bro, ja? Four Bro Broji Balls. Habt ihr sowas schon mal gesehen? Das ist ja wie Matt Riddler, ne? Bro. Nein, Adi. Four Bro Broji Balls mit Salsa. Dann habt ihr das gleiche nochmal hier mit Broji Balls Sucuk, ne? Guckt, Jean Reno mit Bart. Haben wir auch am Start. Wir haben nochmal Broji Balls mit Cheese Jalapeno. Sieht auf jeden Fall auch richtig cool aus, die Verpackungen, alles, was da dabei ist. Und was ich persönlich am perversesten finde, habt Broji Balls Bubblegum. Wie kann man Käsebällchen mit Kaugummi-Geschmack machen? Also die Leute sind komplett verrückt. Das passt, das sieht wunderbar aus, das haben wir alles hier. Dann hat er was, weil der Adi hier gerade besteigt. Guckt euch das mal an. Genau, hebt das mal hoch, zeigt das mal von vorne. Da steht nämlich einfach nur Raw. Kennt ihr Raw? Der Bruder von SmackDown. Was ist das? Das ist nicht einfach nur ein Stoffanzug, den man sich anziehen kann. Das hat Arme und Beine, so wie es aussieht. Das können wir hinten aufmachen. Das ist nämlich eine Tasche. Und was ist in der Tasche drin? Ein WWE Championship Belt. Das ist der World Heavyweight Champion. Guckt euch das an, wie heftig das ist. Hier ist sogar noch vom Carsten Schäfer eine Originalunterschrift drauf. Und hier vom. Tja, was ist das? Sieht aus wie RU. Zack Ryder, genau. Zack Ryder Unterschrift drauf. Guckt euch das an, richtig heftig. Wollen wir den mal kurz umhängen? Gucken, ob das passt. Wenn wir den mal kurz hier auf die Schulter nehmen. So, da kommen wir dann immer rein und sagen: It doesn't matter what you say, ne? I beat you in the ass, Junge. Und dann, Alter, das Ding ist so schwer. Ihr wisst, wenn ihr schon mal so einen Gürtel gehalten habt, die sind so heftig, die sind so schwer. Hat er damals einfach mitgenommen, ist er zum Triple H hin, hat eine Pedigree verpasst, hat gesagt, ich schlag dich mit deinen eigenen Waffen, nehme dir jetzt den Gürtel ab, lass einen Carsten noch unterschreiben auf dem Weg. Matt Riddle wollte unbedingt auch unterschreiben, hatte, ach, Matt Riddle,
Zack Ryder wollte unbedingt auch unterschreiben und dann ist er rausgegangen mit dem Gürtel, hat gesagt, ich bin hier der Chef, was geht ab? Hat er jetzt mitgebracht, hat er gesagt, kannst du haben, habe ich dir versprochen, bringe ich dir mit. Ist das nicht heftig? Habt ihr schon mal einen World Heavyweight Champion Gürtel gehabt? Ich nicht, er schon, jetzt ich. Ich habe ihn besiegt, guck, zack. Hat er mir geschenkt natürlich, also finde ich auf jeden Fall richtig heftig, macht auch was her. Ich weiß nicht, was ich damit mache, stelle ich den ins Regal, hänge ich den an die Decke, dann fällt er nachts runter bei Pupsi auf den Kopf, weiß ich nicht. Das ist natürlich dann gefährlich, weil er so schwer ist, aber selbst das war noch nicht alles. Ich gebe den mal kurz wieder zurück, den richtig schweren, heftigen, denn er hat hier dann noch einen riesen Papp mitgebracht. Und ihr wisst ja alle, der Hannes, ja... Erstmal in die Spüle Adi. Gelegt, genau. Los, Adi! Wasser! Er hat hier noch einen riesen Papp mitgebracht. Den macht er jetzt auch mal auf. Und was da drin ist, es muss eigentlich ein Aufsteller sein. Ich kann es mir nicht anders vorstellen. Wir haben ja schon mal geguckt. Der Hannes hat mir einen Pappaufsteller von Braun Strowman geschickt. Den habe ich ausgepackt im Bad. Der steht jetzt immer bei den Livestreams hinter mir. Ein Braun Strowman Pappaufsteller. Und jetzt kommt er hier an und hat gesagt, er hat einfach noch was dabei. Aus dem Zug vorhin ausgestiegen. Und es ist ein Rey Mysterio, ja? Den erkennt man sofort. Ein Rey Mysterio Pappaufsteller. So soll der im Ganzen also aussehen, wenn er dann ausgepackt ist. Hier ist er da. Ich weiß nicht, ob ihr sowas auch schon mal gesehen habt. Der dürfte ja theoretisch gar nicht so groß sein. Ist ja Lebensgröße. 1,65, glaube ich. 1,65. Weißt du, wir können den noch aufmachen und mal aus... Ich finde, so als Ganzes zum Hinstellen ist das alleine schon fett, aber da trennt sich ja raus. Okay, ne? Ja, dann steht er alleine. Und dann habt ihr das alles... Und zum noch einen kleinen hast du auch noch da. Toll. Habe ich das vergessen beim Braun Strowman? Den Braun Strowman habe ich doch hier gar nicht rausgemacht. Hätte ich da auch noch einen kleinen auf den Tisch stellen... Auf den Tisch stellen, den Braun Strowman, das wäre es gewesen. Jetzt habe ich, glaube ich, das... Darf ich? Die, ja, ja, natürlich. Tu dir keinen Zwang an, ne? Rey Mysterio. Für die Wrestling-Fans unter euch. Habt ihr auch einen Pappaufsteller? Würdet ihr euch einen Pappaufsteller zulegen? Welchen Pappaufsteller würdet ihr euch zulegen? Von welchem Wrestler? Ja, was ist euer Lieblingswrestler? Egal ob aktuell, egal ob aus der Vergangenheit... Ist komplett egal. Es gibt ja immer von jedem was. Ne? Ich krieg meinen Randy Orton erst in 2 Monaten. Wie immer noch nicht. Nein, die haben sie nicht vorrätig mehr. Oh, er hat nämlich, als ich das gesagt habe mit Braun Strowman, hat er gesagt, er gönnt sich Randy Orton. Das ist jetzt so ewig her. Ich habe schon so lange meinen Braun Strowman gekriegt. Ja. Er hat immer noch nicht seinen Randy Orton. Aber das seht ihr, er gönnt sich Randy Orton. Seid ihr auch Randy Orton-Fan? Schreibt's mal rein. Ah, die guckt auch schon ganz entspannt, ganz gespannt. Okay. Adi, Schatz, alles Gute! Nein, natürlich nicht. Am besten, man holt dann mal den Brock Lesnar. Guck ich mir dann mal an. Vielleicht kann ich den rüberziehen, dass wir die mal nebeneinander stellen und mal vergleichen, wie groß die sind. So, ausgepackt, das ist so einfach zusammengefallen, dreimal, das war beim Braun natürlich auch so. Und wenn er dann da steht, seht ihr hier, da sind die Füße, da sind die Beine, da ist er. Mensch, ist genauso groß wie der Hannes, guck, der Hannes ist so groß wie der Rey Mysterio. Und da hier, das können da raustrennen, das können da raustrennen, das können da wahrscheinlich dann hier da rein klemmen, damit das hält. Der hat hinten extra aber was, damit er stehen bleibt. Genau hier. Das klappt man nämlich dann irgendwie hoch und das klappt man hier rum und das schiebt man da rein. Ist alles zum Raustrennen, ist hier festgeklebt und ich bin mir gerade wirklich unsicher, war das beim Braun Strowman auch, dass dann die Figur extra nochmal oben nein, war? Nein, der Tischaufsteller war bei Braun Strowman nicht dabei. Dann ist ja alles gut, sonst hätte ich den nämlich weggeschmissen. Da steht er auf jeden Fall. Das ist sehr nett. Wollen wir mal, kommst du mal ja, kurz klar. mit? Wir laufen mal kurz hier rüber. Wir zeigen euch nämlich noch mal, dass eigentlich der Braun Strowman da ist. Und wenn der Braun Strowman nämlich hier steht, ne, den nehmen wir jetzt mal hier vor. Und tun den mal mit daneben. Und dann könnt ihr nämlich mal gucken, wenn der Braun Strowman und der Rey Mysterio dastehen,
Das kann nie im Leben hinhauen. Wie kann es denn sein, dass der 5 Meter groß ist und der 1 Meter und es ist so ein kleiner Unterschied? Ich glaube, die Wrestler sind als Pappe einfach immer größer als original. Auf jeden Fall braucht man jetzt keine Freunde mehr. Man kann sich einfach imaginär lauter Pappmenschen in die Wohnung stellen. Wie bei Kevin allein zu Hause, wer das kennt, wo der die ganzen Leute aufgeblasen hat und aufgestellt hat. Und dann haben die immer gedacht, da ist voll was los. Aber guckt euch das an. Rey Mysterio, Braun Strowman, Jean Reno, Adi, der World Heavyweight Champion, Gürtel. Dann, wenn wir hier rüber gucken, da hatte damals auch noch der Snipe, hatte mir das noch geschickt von Rey Mysterio. Hier ist das noch von Eddie Guerrero. Also es nimmt immer mehr Gestalt an. Die Wohnung wird immer mehr zugebaut, wird zum Wrestling-Imperium aufgebastelt. Also richtig heftige Sache. Dankeschön auf jeden Fall dafür. Ist nicht selbstverständlich, also du hast so viel schon für mich getan, du hast so viel alles, ich kann's nicht in Worte fassen, also du übertriffst dich jedes Mal wieder von neuem. Wenn du möchtest, weil du auch Rey Mysterio Fan bist, könnte ich dir sogar den Tischpappaufsteller mitgeben, ja? Sonst stelle ich den auf meinen Tisch. Mach das. Okay. Oder verlos ihn. Nein, den verlose ich nicht, weil okay. dann kriegt den nämlich irgendjemand und dann stimmt, kommt er ja irgendwo in Papapier-Eimer, ja was? Da stelle ich ihn lieber auf meinen Tisch, bevor ich den verlos. Die hätte ich dir noch gegeben, ne? Der Adi macht auch nur alles kaputt. Egal, wir trennen das alles dann irgendwann mal raus, gucken uns das alles in Ruhe nochmal an. Wir müssen auf jeden Fall auch noch einkaufen, müssen noch gucken, was wir sonst noch machen. Es hat erst begonnen, das ist immer noch der erste Tag. Da, Rey Mysterio ist tot, ist einfach umgefallen. Er braucht erstmal was zu trinken, glaube ich, wir dann auch. Das war's von meiner Seite aus. Dankeschön an Hannes natürlich nochmal. Kein Problem, sehr gern. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, vorhaut, euer Ramses.